meine Liebe, mein Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich zu den Tagesbotschaften. Was kommt ab dem morgigen Tag, Donnerstag, Freitag und Samstag auf dich zu? Bevor ich hier starte, ein riesengroßes Dankeschön an jeden einzelnen von euch. Vielen lieben, recht herzlichen Dank. Ich starte jetzt einmal für dich. Alle Kartendecks findest du in der Infobox sowie diverse andere Dinge, die ich anbiete, einmal auf der Website. Ich werde im Anschluss für dich in die Deutung übergehen. Eine Karte möchte ich noch raus. Hier hat es sich noch eine Karte umgedreht.
Ich habe das hier noch etwas umgestellt. Noch eine Karte wollte raus. So, mein Lieber, ich starte jetzt einmal für dich. Was kommt ab dem morgigen Tag auf dich zu? Ich bekomme hier viel im Beruflichen für den einen oder anderen, ist hier ganz speziell. Und zwar hat es der eine oder andere hier mit einem Hater-Angriff zu tun. Ja, es kann sein, dass du hier, wir haben es im Mittelpunkt, einmal über Online-Spiele spielst oder hier, wo es ums Casino geht oder ähnliches. Und plötzlich hast du hier zusätzlich noch Ernährungstipps oder stellst etwas vor oder kochst, ja. Oder du machst hier etwas mit Beauty, ja, und plötzlich machst du dann etwas noch mit Ernährung. Ja, ich denke, du weißt hier, wovon ich spreche und da sind so die Hater-Angriffe. Da kommt etwas Neid rüber, ja, und das ist nicht wenig. Wir haben hier die schwarze Magie, also jemand ist im Begriff, das Ganze irgendwo nicht zu tolerieren. Ich sehe hier sehr viel Einfluss, ich sehe sehr viel Reichtum. Aufgrund dessen auch die Gegebenheiten, hier bitte die Vorsicht, es ist hier nicht für jeden, aber hier sind Unstimmigkeiten, gerade wo es Angriffe gibt. Wir haben hier die Betrugssituation, ja, das ist so dieses Konfrontieren. Man wird hier mehr oder weniger mit Steinen beworfen, ja, also mit Worten. Und da ist eben die Gegebenheit, hier bitte etwas vorsichtig zu sein im Hinblick des Betruges auch, ja, dass jemand dir etwas vorgibt, wo dem eben nicht so ist, weil ich sehe hier absolut den Reichtum, ja. Der hat sich einmal der Adlige gezeigt. Entschuldige bitte, es hat hier gerade gestoppt. Wir haben hier dreimal den Herrscher, wir haben hier den Herrscher und wir haben hier eben aus diesem Tarot auch nochmal den Herrscher. Und hier ist jemand einer großen Herausforderung derzeit hier wirklich gestellt aufgrund Gegebenheiten, was dann eben auf dich zukommt, ja, wo man hier schon die Situation verlassen wird, ja, wo vielleicht auch Familie und ähnliches auch diesbezüglich angegriffen wird. Also da bitte ganz genau schauen, ja, das ist jetzt ganz, ganz speziell, eben wie du hier schaust. Dann haben wir hier einmal, ich gehe dann gleich auf verschiedene Themen eben auch ein. Hier hat sich sehr, sehr viel gezeigt. Wir haben hier das Ass der Münzen. Also es bieten sich hier Chancen und Möglichkeiten. Da bitte diesbezüglich auch nochmal darauf zu achten, wenn dir jemand etwas anbietet und da eben was Spiele, Nahrung, Beauty etc. beinhaltet. Also da bitte ganz genau prüfen. Ja, da ist so der versteckte Hinterhalt im Sinne, ja, also hier nimm dir bitte etwas die Ruhe, nimm dir eine gewisse Auszeit, weil ich sehe, dass man hier mit diesen Dingen überfordert ist, ja, vor allem vielleicht auch, dass du viele machst, ja, und da ist es wichtig, Chancen und Möglichkeiten ganz genau abzuwägen, das heißt, kannst du dir das in diesem Sinne auch zumuten? Ist das tragbar für dich und deine Gesundheit? Das bekomme ich hier auch gerade rein, weil ich bekomme hier Angebote en masse. Ja? Also schau bitte einfach individuell für dich, wie du damit in Resonanz gehst, weil ich sehe deinen Terminkalender, du bist hier verplant. Ja? Und zwar das ganze Jahr über. Hier zeigt sich auch der August. Etwas Bestimmtes wird auch im August stattfinden. Ich bekomme das hier sehr stark auch im Globalen, dass etwas stattfindet mit den Energien. Ja, also da bitte einmal schauen. Wir haben die 7 der Münzen und das ist so dieses Step-by-Step-Abwägen. Also du hast hier ganz, ganz viele Ideen. Also der Boden, ja, ist hier voll mit Ideen. Also die Kreationen, die Gedanken, die Geistesblitze bekomme ich hier auch, ja. Die warst du hier schön. Also es ist wie, als wenn du eine Pflanze pflanzt und du pflegst es, ja. Also sei hier bitte vorsichtig in der Hinsicht, wem du etwas weiterträgst, was du öffentlich machst, bevor du etwas nicht abgesichert hast. Das zeigt sich sehr, sehr oft in den letzten Tagesbotschaften eben auch. Ja, also du hast hier von jedem etwas. Du sprühst vor Energie. Und da eben
ist natürlich gerade der Angriff von Personen, die dir etwas diesbezüglich dann auch neiden. Ja? Wir haben hier die Vier der Schwerter, also gönn dich etwas Ruhe, gönn dir eine Auszeit, lasse gewisse Dinge nicht an dich ran, das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Schau immer auf dich, wo du dich am besten fühlst, wo du dich gut fühlst, ja? Was du umsetzen kannst, was dich beinhaltet. Ja? In der Liebe haben wir hier ebenfalls eine Gegebenheit. Hier macht sich jemand Gedanken. Hier haben wir die schlaflosen Nächte. Jemand beobachtet dich hier. Wir haben hier allerdings auch, was ich gestern in der Liebe gezeigt habe, zwei Personen. Und eine Person könnte das nicht so prickelnd finden. Vielleicht erfährt man auch etwas. Wir haben hier das Buch, ja. Und da ist diesbezüglich so die Gegebenheit, dass man etwas nicht toleriert. Ja? Also hier ist im Ganzen relevant, wie du hier schaust, ja, die Toleranzgrenze nicht gerade so groß. Einmal mit dieser Karte, aber ich komme da gleich zu. Dann haben wir hier einmal den König des Wassers. Also hier denkt dein Gegenüber sehr, sehr viel an dich, beobachtet auch. Also Beobachtungen sind hier ganz, ganz stark, ob das im Außen ist, die Gegebenheit. Ja? Also hier ist ganz viel, was gerade im Globalen geschieht. Und viel wirst du eben auch diesbezüglich erfahren durch das Außen, was sich auch schon in den vergangenen Botschaften gezeigt hat, wo es dann um Machteinflüsse etc. eben auch geht und um sehr viel Reichtum, Luxus eben auch. In deiner Situation, was dir Liebe beinhaltet, denkt dein Gegenüber sehr stark an dich, das, was ich eben schon sagte. Aber hier sind auch andere Personen, also hier ist nicht nur eine Person. Ja? Also entweder bist du hier noch in Verbindlichkeiten oder aber auch, dass Familie etwas ist, ja, dass man sich hier aus einer ungesunden Situation auch befreit, was einem nicht gut tut. Hier plant jemand wirklich auch den Umzug, ja, in die Veränderung zu gehen, vielleicht zu dir zu ziehen oder ähnliches. Also das ist hier definitiv in Planung. Ja. Hier beschäftigt sich jemand sehr, sehr stark mit dir. Ja. Und in diesen anderen destruktiven Gegebenheiten ist es genau dasselbe, dass man sich damit beschäftigt. Ja. Also andere Leute beschäftigen sich im Hinblick deines Erfolges hier. Ja. Der König der Erde und der König des Wassers. Also wir haben hier zweimal Könige, Herrscher. Deswegen sagte ich, es sind viele Personen hier. Wir haben auch hier den Casanova. Aber jemand möchte aus der Gegebenheit raus. Ja? Also hier ist jemand schon so überstrapaziert. Hier fühlt sich jemand nicht gut in der Gegebenheit. Hat hier auch ganz, ganz viele Kontakte. Aber schaut hier bewusst auch nach dir. Ja, so bekomme ich das hier. Einmal, was die Liebe beinhaltet, möchte hier jemand jetzt vorangehen. Gewisse Schritte, Step by Step. Hier ist die Planung. Im Beruflichen ist die Planung. Und hier ist die Gegebenheit, dass jemand so mit dir dieses Ganze plant, du aber wiederum hier in der Situation bist, du weißt nicht, was du tun sollst oder kannst. Ja, also jemand plant über deinen Kopf hinaus. Ja, so bekomme ich das hier. Ob das im Häuslichen ist, ob das dein Gegenüber ist, ja, gerade in einer Partnerschaft oder ähnliches oder Dinge, die durch den Chef stattfinden oder Chefin. Wir haben hier stark die maskuline Energie, die männliche Energie, die Macherenergie ist hier sehr präsent. Und da diesbezüglich schaut man. Es kann hier auch sein, dass dein Gegenüber hier gerade mit Themen des Vaters zu kämpfen hat, ja, oder im Häuslichen oder mit dem Chef oder im Beruflichen. Und dass man hier gerade sehr stark beansprucht wird. Ja, oder eine Person beansprucht dich hier so in der Partnerschaft. Ja, ich sehe die Beanspruchung, aber gleichzeitig auch sehr, sehr viel Positives, weil hier möchte eine Chance, eine Möglichkeit auf dich zukommen. Aber ich sehe, dass du eventuell vielleicht etwas überfordert bist mit dem Ganzen. Ja, hier kann es auch um Familiengründung etc. eben auch gehen. Wir haben hier auch das Kind. Ja, und hier ist noch einmal, der Casanova liegt hier mit der Sonne und das ist ebenfalls die Kraft, das ist die männliche Energie. Hier weiß jemand, was er möchte. Ja, und das kommt hier definitiv auch auf dich zu. Und man plant hier, währenddessen du auch gar nichts davon weißt. Verplant dich auch jemand. Ja? Und im Beruflichen ist es so, dass du diesbezüglich da auf gewisse Regenerationspausen auch achten darfst, dass du dich hier nicht überanspruchst. Ja? Weil hier ist es schon so, dass jemand hier diese gewisse Ruhephase braucht oder alles gibt und plötzlich hier das Burnout hat. Ja? Der König des Wassers, hier möchten Gefühle fließen. Also hier zeigt sich jemand sehr stark aus dem Gefühl. Schau mal, wir haben hier auch den Gorilla mit der männlichen Person. Auch nochmal die Kraft, der hier stark im Animus ist, männlichen Energie ist. Ja, möchte es hier auch wissen. Wir haben hier einmal deinen Seelengefährten herbeirufen. Deine Gebete, Affirmationen und Visualisierungen helfen euch zusammenzubringen. Einmal mit dieser Karte.
Und wir haben hier den Verlust und seinen Weg hier zu folgen. Also du bist hier auf deinem Weg geführt. Die Karte besagt das Erhöhen, das Ansteigen. Ja, also hier erhöhen sich die Impulse im Hinblick der Ziele, Ziele verwirklichen. Ja, und wenn du in einer Gegebenheit bist, wo du dich überanspruchst, das ist irrelevant, was das ist, ja, dann kannst du hier nicht gewinnen, so bekomme ich das hier. Das kann ein Duell hier sein, ja, in jeglicher Form, ob das jetzt, vielleicht schaust du auch etwas, ja, aber ich sehe bewusst, dass es für den einen oder anderen hier ist, in einem Wettbewerb teilzunehmen oder eben auch viel anzunehmen und letztendlich gar nicht mehr die Kraft dazu hat. Ja, also bevor es überhaupt so weit ist, hier Dinge sind, die dann gar nicht mehr tragbar sind. Und in der Liebe ist es so, dass man hier Angst hat. Also hier hat eine Person, was ich schon sagte mit dem Casanova, oder ob es der Herrscher ist oder der König ist, weil es sind viele Personen. Schau bitte, hier hat jemand Angst, einen Kampf zu verlieren. Man hat hier wirklich Sorge, Angst, dich zu verlieren. Man hat Sorge, dich verloren zu haben, wenn es hier jemand aus der Vergangenheit ist. Das liegt hier definitiv so, ja? Jemand ist hier auch in diesen dunklen Dingen drin. Ich sehe viel im Außen, auch die dunklen Kreise, die Machenschaften, ja, was sich hier zeigt. Dass man hier einerseits sehr, sehr stark beschäftigt ist, aber nach dir schaut und diese starke Sehnsucht hat. Also man hat Sorge, dass man dich hier verpasst. Ja, weil das Segelboot ist ja hier schon unterwegs und man steht hier, ja, und hält hier noch fest. Wird festgehalten, dass man emotional auch noch festgehalten wird, ja, oder stark verplant auch wird, ja, von Hause aus, vom Beruflichen her, in jeglicher Form auch immer, so bekomme ich das hier. Und hier ist aber dieser Weg, also wir haben hier Wasser und wir haben hier einen freien Weg und gleichzeitig haben wir hier auch diese Heilsteine, etwas heilt jetzt hier, ja, es kommt die Regeneration. Es kommt eine Phase, wo dieser Weg zwischen euch überquert werden kann, weil hier haben wir Wasser und hier haben wir Land. Hier ist es so, dass man jetzt hier nach der Möglichkeit sucht. Ja? Vielleicht wohnt ihr ganz, ganz weit voneinander entfernt. Ja? Vielleicht wohnt deine Gegenüber in Kanada und du lebst in Deutschland. Vielleicht auch durch die Dinge, die im Außen eben auch stattgefunden haben. Also dein Gegenüber denkt, man hatte hier definitiv verloren. Einmal mit dieser Karte und einmal mit dieser Karte. Es ist wie, als ob sich hier jemand jetzt befreit, endgültig auch entscheidet, bereits auch schon entschieden hat. Also man steht hier mit beiden Beinen im Wasser und schaut nach einem Weg, was die Verbindung beinhaltet. Ja? Dann haben wir hier einmal, allein die Zeit wird es zeigen und wir haben den heimlichen Verehrer. Also mit der Zeit wächst es hier mehr und mehr, was euch beinhaltet. Im Beruflichen, es wächst, es gedeiht, weil du hast ja hier die Samen schon gesetzt für etwas. Ja? Und ob das im Beruflichen ist, was hier wachsen soll, gedeihen soll, was es so oder so tut, weil es sind große Chancen und große Möglichkeiten, der Weg steht dir hier frei. Aber irgendwie ist so die Gegebenheit, dass man nicht recht weiß, auch in der Liebe, wie soll man hier das Ganze überqueren, bewältigen. Aber der Kontakt ist definitiv da. Also hier kommt ein Kontakt, dass man hier auch gewisse Dinge finanziell auch erst klären durfte und sich jetzt eben erst bei dir melden kann. Ja? Und man beobachtet hier schon die ganze Zeit. Das nicht erst seit heute. Allein die Zeit wird es zeigen. Hier brauchte jemand Zeit, eine Auszeit, eine Regenerationspause, um sich bewusst zu werden, was man wirklich möchte. Und was er hier möchte, das bist definitiv du. Ja? Irrelevant, wie du hier schaust, auch wenn du hier von Frau zu Frau schaust, Mann zu Mann schaust. Hier waren es dann eben noch die Machenschaften, die Einflüsse anderer Personen. Das kann in jeglicher Form auch immer sein. Dass man hier in die Veränderung erst gehen musste, das heißt ein Umzug, dann sind nochmal die gesellschaftlichen Themen hier, die Unterschiedlichkeiten zwischen euch. Also jemand könnte hier stark in der Öffentlichkeit stehen, all das, was ich schon sagte, wir haben den Adligen und eben auch, wo man dich auch in eine gewisse Situation nicht reinziehen wollte, das bekomme ich hier auch. Also ich bekomme hier ganz stark, dass jemand hier mit dir in das Pflanzen gehen möchte, ja, also ein
ein stabiles Fundament aufbauen möchte. Schau mal bitte, wer das dann hier ist. Ja, so Interesse ist hier ganz, ganz stark und eben auch die Beobachtungen, was ich schon sagte. Wir haben die Königin der Münzen und wir haben den König der Münzen. Also es sind wirklich ganz, ganz viele Personen, mit denen du hier zu tun hast, insbesondere was ich zu Anbeginn auch sagte, ja, weil ich das eben auch stark bekomme. Also hier seid ihr beide in der Zufriedenheit und Sicherheit. Hier kann es sich um die Selbstständigkeit handeln, es kann sich um ein Unternehmen handeln, es kann aber auch sein, dass du hier gerade planst für dich, ja, dass du etwas umsetzen möchtest im Hinblick der Zukunft, ja, wo es dann um Weiterbildungen etc. auch geht. Hier ist also ganz, ganz viel die Planung. Man hat ganz, ganz viel zu tun, auch du vielleicht im häuslichen Jahr mit Dingen, wo du gerade etwas pflanzt oder ähnliches, ja, ist dann für jeden individuell, schau mal bitte. Und hier sind zwei, wo man sich dann eben auch begegnen wird. Öffentlichkeit, Themen, die ich schon sagte, ja, das kann hier auch jemand sein, der hier prüft, gewisse Prüfungen, die stattfinden. Das kann hier ein Dozent auch sein. Also schau mal bitte für dich. Es können hier Lebensmittel, auch da sind die Prüfungen, auch da ist hier eine Auszeichnung, bekomme ich auch. Hier wird etwas ausgezeichnet. Es kann ein Makler ebenfalls sein, also wenn du auf Wohnungssuche, Haussuche eben auch bist. Es kann auch jemand sein, der hier alles absichert, ja, was Scheiben, Verglasungen etc. beinhaltet, das bekomme ich auch gerade rein, also hier sind schon sehr, sehr viele Themen. Man möchte hier auch etwas gründen, was mit Lebensmitteln zu tun haben. Es geht da nochmal speziell um zwei, drei oder sogar vier Personen, wo die Neuentdeckung ist. Hier ist auch eine Neueröffnung. Es ist sogar eine Kette hier. Ja, ich bekomme es schon als etwas Größeres. Das ist nicht ein kleiner Laden oder so etwas. Ja, hier wird etwas Neues herausgebracht. Also hier hat jemand so ein Geheimrezept für etwas, ja, und das ist so all in, also alles in eins, ja. Vielleicht interessiert ihr euch für dasselbe Projekt, dass du da jemand eventuell auch begegnest, der im Außen, Öffentlichkeit, was ich schon sagte, Makler oder ähnliches, wo du dich für die Räumlichkeiten interessierst, wo du etwas eben auch bauen möchtest, wo du etwas eröffnen möchtest. Das bekomme ich hier für zwei Personen, die da in der Situation, in der Planung für die Zukunft hier miteinander in das Gespräch auch gehen, sich dadurch eben auch kennenlernen. Ja, also hier ist so eine gewisse Kennenlernphase auch. Dann haben wir hier einmal die Vier des Wassers. Also du kannst hier überzeugen, in jeglicher Form auch immer, weil du wirst hier in eine gewisse Prüfung kommen und du kannst mit deinen Vorhaben hier überzeugen. Das kann hier auch eine Person, wo es um finanzielle Mittel geht, sein, eine Person im Außen. Also wenn die finanziellen Mittel jetzt nicht vorhanden sind oder ähnliches, ja, das bekomme ich hier auch gerade rein. Du hast die Überzeugungskraft. Hier darfst du auch standhaft bleiben, das ist wichtig, weil wir eben da die Herrscherenergie haben und der Herrscher ist jeder Herausforderung gewachsen. Also hier bitte nicht nachgeben. Das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, ja. Vor allem, wenn man dir jetzt etwas schön reden möchte oder ähnliches, ja, dann solltest du bitte standhaft bleiben. Das sehe ich auch hier. Ja, dass du wirklich da hinter dem stehst, was du tust, was du repräsentierst, wofür du dich interessierst, was du öffentlich machen möchtest oder wenn es um eine Wohnung geht, wenn es um die Liebe geht. Ja, also hier zeigt sich schon jemand, der stark in dieser Energie ist des Machers. Ja, also hier ist jemand mit vollstem Tatendrang. Hier findest du auch diesen Ausgleich. Also hier hat sich einmal die Stärke gezeigt und hier hältst du dich noch so ganz bezwungen fest. Ja, was du aber nicht brauchst. Also hier haben wir ganz, ganz viel Leichtigkeit mit dieser Karte, mit der Stärke und gleichzeitig haben wir hier diese Brise, diese frische Luft, diesen frischen Wind in deinem Leben. Ja, also es kommt viel frischer Wind in dein Leben mit Personen, Situationen und jemand verhilft dir auch dabei bei gewissen Vorhaben, dass das Ganze eben auch öffentlich gemacht wird oder bestätigt auch wird. Es geht es hier auch um Eintragungen, hier vom auch immer, auch in der Liebe. Also hier kommt ganz, ganz viel Leichtigkeit. Es ist auch wichtig, in der Leichtigkeit zu bleiben und sich nicht hier so zwanghaft Angst zu haben. Ja, ich sehe hier so die Sorgen und was du aber gar nicht brauchst, weil hier ist ja, man begegnet sich ja auf selber Augenhöhe. Weil hier sind die Stabilitäten und hier sind die Stabilitäten.
Und die Zehn des Wassers sprechen ebenfalls von Erfolg und seine Ziele hier auch zu erreichen. Ja, dass du den Blick definitiv auch dafür haben wirst und auch hast. Ja? Wir haben hier auch die Karte Erde, sie liebt dich. Das sind ganz eindeutige Botschaften hier, was man dir auch vermitteln wird. Halt dich fest, was jetzt auf dich zukommt. Das bekomme ich auch nochmal im positiven Sinne. Also weil man hier auch mit dir etwas öffentlich machen möchte, weil jetzt jemand mit dir Stabilität möchte, ist es für dich, du brauchst jetzt hier erstmal Luft. Ja, also so das, obwohl du aufatmen kannst, was du dir auch immer gewünscht hast. Ja, es ist trotzdem so, bist du da sehr stark so in der Kühle, also sehr kühl agierend. Ja, das bekomme ich hier für die weibliche Person. Mal schauen, mal, die Interesse ist hier sehr, sehr stark. Und hier haben wir dann so die Augen geschlossen. Da so in deinen Gedanken bist. Die Gedanken sind hier ganz, ganz groß. Die sind hier stark gefallen. Ja, ob es im Beruflichen ist oder eben in der Liebe. Und wir haben hier auch Taking Steps. Es ist wirklich das so. Du gehst hier direkt auf etwas Wundervolles zu. Du findest das passende Objekt, ja, wenn du jetzt auf Wohnungssuche bist. Was Reisen beinhaltet, ja. Hier findest du auch, weil ich gerade das Berufliche sehr stark bekomme, einen Ort, wo du deine kreative Ader ausleben kannst. Ob es im Musikalischen ist, ob es das ist, dass du ein Buch schreiben möchtest, neue Kreationen. Ja, und gerade wenn es um Dinge geht, was Inspiration beinhaltet, ja, das geht eben nur in der Stille und in einer Ruhephase. Und das findest du jetzt. Also du hast dir das passende Objekt hier schon im Visier, im Auge, ja. Und da wirst du dann auch hinziehen, da wirst du einziehen. Das kann hier für viele ins Ausland sein. Das zeigt sich auch verstärkt, schon seit Monaten auch, ja. Oder aber auch eine Immobilie, wo du dann gleichzeitig auch drin arbeitest. Das bekomme ich hier auch. Weil wir haben hier die Öffentlichkeit und wir haben hier sehr stark den Erfolg auch. Ja, also plötzlich führt es dich irgendwo hin. Schau mal bitte, das bekomme ich ganz stark, ob du das bist oder dein Gegenüber. Plötzlich ist man so, also hier geht jemand wie in Trance. Jemand ist so stark von dir fasziniert, ja, dass man hier schon mit der Hose ins Wasser geht. Es ist wie, als ob man, ja, wie ein Magnet, was einen hier so in die andere Ortschaft führt, ja, in den Blick der Partnerschaft, der Liebe, was ich sagte, Projekte in allen Bereichen, ja. Also hier ist es wie, als ob du alles über Bord wirfst, ja, was bislang, wo man bislang seinen Weg hier gegangen ist, ja. So bekomme ich das hier. Also man schlägt einen anderen Weg ein, ja? Einen ganz, ganz neuen Weg. Das hatten wir hier. Ja, wir hatten hier das. Also einmal mit dieser Karte, du gehst auf dein Ziel hinzu. Und hier haben wir die männliche Person und hier ist die weibliche Person. Ja, also beide sind hier wie in Trance eigentlich und wir haben hier auch wie Magneten, ja. Beide sind in der Stabilität, beide wissen, was sie wollen und sind angezogen voneinander. Und man weiß gar nicht, warum. Das bekomme ich hier auch gerade rein, ja. Also, die Kreativität haben wir hier. Hier wird etwas kommen in Form einer Songbotschaft, in Form etwas anderes. Es ist nicht nur eine Nachricht. Ja, das bekomme ich hier gerade rein. Es ist etwas anderes. In Form einer Zeichnung, eines Bildes, in jeglicher Form. Es wird hier eigenständig kreiert. Hier kreiert jemand etwas Wundervolles für dich. Schau mal, was für eine Nachricht dich hier erreichen wird. Ja, weil wir haben hier die Kommunikation mit dem Handy in der Hand, hier bei dem Casanova. Ich zeige dir das hier nochmal in die Kamera. Du selber hast etwas abgeschickt oder eingeschickt und du bekommst jetzt hier Nachricht, dass etwas öffentlich gemacht werden kann. Und hier haben wir den Engel der vier Richtungen. Hier wirst du durch deinen Geist geführt mit Erzengel Michael, Erzengel Raphael, Erzengel Uriel und Erzengel Gabriel. Hier geschieht jetzt ganz, ganz viel Heilung von allen Seiten, also alle Richtungen. Hier wird etwas zu einer Einheit gebildet und es wird sich hier jetzt etwas offenbaren. Ich bekomme hier ganz stark, dass sich dir jemand offenbaren wird. Ja?
Und diese Person hat diesen Schutz, diese Kraft jetzt. Jemand ist wieder zu sich gekommen. Jemand hat wieder zu sich gefunden. Also ganz stark die göttliche Führung hier auch mit Erzengel Raziel. Also man wird hier werden zwei zusammengeführt. Ja? Also man geht hier über diesen Pfad und hier geht die männliche Person über das Meer. Über Umwege wird man hier zusammengeführt. So bekomme ich das hier. Ja? Wir haben hier die Seelenpartnerschaft, ja, dies ist dein Seelengefährte und wir haben hier sich gegenseitig kennenlernen, indem ihr einander euer innerstes Wesen enthüllt, vertieft sich eure Verbindung. Also hier intensiviert sich etwas, definitiv, ja. Du wirst im Jetzt jemanden begegnen, jemand, der dich wieder kontaktiert, mit jemandem, wo du im Kontakt auch bist. Jemand, der hier etwas klären musste, jetzt bereit ist und hier kommt etwas Wundervolles auf dich zu. Also hier gibt sich jemand richtig Mühe und möchte dich hier mit seinen, ihren Künsten verzaubern. Ja, es ist definitiv die männliche Person. Oder wenn du eben von Frau zu Frau schaust, ist es dann die maskuline Energie. Ich schaue hier einmal weiter, was ich dann eben am darauffolgenden Tag hier für dich zeigen möchte. Also wir haben hier ganz klare Botschaften und auch im beruflichen Jahr sind die Stabilitäten. Du brauchst hier keine Sorgen haben. Du brauchst hier gar keine Gedanken diesbezüglich auch machen. Es kann natürlich hier auch sein, das bekomme ich auch für ein, zwei Personen. Vielleicht hast du hier schon ganz, ganz viel ausprobiert. In der Hinsicht etwas mit Lebensmitteln. Du wolltest etwas kreieren. Dann wiederum, was Beauty beinhaltet, dann Kreatives, ja. Und hier sagt aber schon der Herrscher, das Göttliche, das Universum, gib nicht auf, steh auf. Bekomme ich hier auch ganz stark so rein, dass du hier so am Ende bist mit deinen Kräften, also dass du gar nicht mehr weißt, was sollst du eigentlich noch ausprobieren. Du hast ja schon im Grunde genommen alle Möglichkeiten in Erwägung gezogen, aber es gibt definitiv etwas, wo du etwas Wundervolles entdecken wirst. Ja, was ich vorhin sagte, dass du hier dir eine Auszeit nimmst, dir eine Ruhephase gönnst und schau mal, was dann so intuitiv in deinen Sinn kommt. Ja, das bekomme ich hier auch gerade rein. Wo sich dann bei anderen diesbezüglich stark der Erfolg eben auch zeigt, dass da gewisse Dinge sind, dass du nachdenkst und nicht weißt. Ja, das bekomme ich aber nur für ein, zwei Personen und das ist wirklich wichtig, dass du wieder neue Lebenskraft tankst, wieder Motivation bekommst. Ja, dein eigener Wille, deine eigene Stärke ist die größte Motivation für irrelevant, was dein Ziel sein darf. Wir haben hier den Herrscher und wir haben hier den Herrscher und wir haben hier auch den Herrscher. Also viel wird hier geplant und zwar, das bekomme ich ja stark für das Ausland. Das kann sich hier im Arabischen zeigen. Ja, schau mal bitte für dich auch Öffentlichkeit, Social Media. Ja, also hier ist ganz, ganz viel in Planung. Hier ist Fülle, hier ist Reichhaltigkeit. Ja, und es kommt hier etwas. Ich bekomme es auch für August dann, das, was ich schon zu Anbeginn sagte. Ja, also viel wird umstrukturiert, viel Neues, viel Dinge, die stattfinden. Und hier ist dann auch nochmal so die Betrugssituationen, ja, wo man mit gewissen Dingen auch zu kämpfen hat. Also hier fühlt sich auch jemand ungerecht behandelt, ja. Ich sehe aber auch, dass du hier jemand abweisen wirst, das definitiv, ja. Ob dein Gegenüber das ist oder ob du das bist. Ich sehe bei euch die Möglichkeiten, die liegen definitiv hier, ja. Also man geht hier raus aus einer Situation, man trennt sich ja, man zieht um, man verändert sich, ja. Es kommt ein Gedankenwechsel, aber das Ganze bekomme ich hier sehr, sehr positiv. Wünsche, Träume, in die Festigkeit zu gehen, ja, in die Stabilität, auch Familie. Also hier weiß jemand, was er möchte, ja. Also hier setzt sich auch jemand durch, ja, und das kann hier auch stark im Politischen derzeit hier auch stattfinden, dass hier die Durchsetzungskraft definitiv ist, die hier auch gefragt ist, ja. Und dann haben wir hier
die Mäßigkeit, etwas, was im Übermaß stattgefunden hat. Wir haben die ungesunde Situation, wir haben den Betrug. Ja, aber du gehst hier raus, wir haben die Sonne und das ist geführt, all das, was sich hier schon gezeigt hat. Und dass du hier für dich jetzt höchstwahrscheinlich eine schwerwiegende Entscheidung triffst, wo es jemanden trifft. Ja, und das ist nicht ohne, dass du jetzt hier in die Gegebenheit kommst, jemanden zu verlassen, jemanden eine Absage zu geben, wo du vielleicht auch lange darauf gewartet hast. Also hier wird ein Gleichstand hergestellt, ja? Weil jemand kommt mit ganz, ganz viel Gefühl auf dich zu. Und das ist das, was ich vorhin hier schon sagte mit der Karte, die Stärke, ja, dass du in gewissen Dingen jetzt auch gefordert bist, stark zu bleiben. Weil das Dunkle geht hier raus. Ja? Also das Dunkle, die Sorgen, die Ängste, was wir hier noch haben, das geht nach unten und die Sonne kommt nach oben. Ja? Also wenn die Sonne am höchsten steht, geschieht hier etwas. Das ist hier so, ich bekomme immer wieder August. Ja? Es dreht sich hier jetzt etwas Wundervolles zu deinen Gunsten, womit du nicht gerechnet hast. Das bekomme ich immer und immer wieder. Ja? Also etwas, was sich stark intensiviert. Dann haben wir hier Bleibe aufgeschlossen. Wir haben den Past Life. Wir haben Lass Kontrollthemen los. Und wir haben die Karte der Angst. Also einmal ist es hier die starke Angst, wo du rausgehen darfst. In Dingen, was ich zu Anbeginn sagte, möchte dir jemand Angst machen, dass du eben aufgibst, dass du nicht weitermachst. Ja, und hier ist natürlich, was ich schon sagte, die Herrscherenergie gefallen. Die maskuline Energie. Du wirst dieser Herausforderung gewachsen sein. Das ist hier stark die Konkurrenzsituation auch, mit der du konfrontiert wirst, wo jemand sich durch irgendetwas angegriffen fühlt. Und das kann in jeglicher Form auch immer sein. Das bekomme ich stark für das Berufliche, wenn du etwas öffentlich machen möchtest oder eben aber auch in die Trennung gehen möchtest. Es ist so dieses, du hast Angst, es kommt plötzlich auf dich zu, etwas Wundervolles, das Ast der Kelche mit dem Ast der Münzen und du hast plötzlich Angst. Ja, es ist wie, als wenn du dir immer gewünscht hast, dein Wunschpartner, Wunschpartnerin sollte vor deiner Tür stehen, ja. Und plötzlich ist er oder sie da. Ja, plötzlich hat man den Mut, plötzlich kommt etwas in Bewegung. Hatten wir auch gestern in der Legung, ja, dass plötzlich ein Stein ins Rollen kommt, ja. Und den kannst du nicht mehr aufhalten. Das ist wie bei einer Lawine. Und plötzlich geschieht es einfach. Also hier hat man wie ein Feuer gezündet und es entflammt. Es entflammt, ohne dass jeder von euch beiden es hier gedacht hätte. Ja, die Gefühle überkommen einen hier. Und dass du jetzt in der Gegebenheit bist, dass jemand alles möchte. Ja? Und hier darfst du aufgeschlossen bleiben. Also es zieht dich hier höchstwahrscheinlich in eine vergangene Situation. Und da solltest du keine Angst haben, weil wir haben die Past Life und das ist die Vergangenheit. Das ist jemand aus einem vergangenen Leben. Ja? Ist plötzlich wieder da, ist plötzlich wieder präsent. Oder diese Person, der du hier begegnen wirst, ist jemand aus einem vergangenen Leben. Und das Ganze hat nie aufgehört, diese Gefühle zwischen euch. Ja? Hier sind die Unterschiedlichkeiten. Jemand steht in der Öffentlichkeit. Jemand, wo die gesellschaftlichen Unterschiedlichkeiten sind. Aber plötzlich kommt alles in dein Leben und dann hast du Angst. Ja? Alles das, was du dir einst gewünscht hast, vielleicht als Kind, ja? Und jetzt, wo das Glück an deine Tür klopft, macht es dir Angst, weil alles auf einmal ist, ja? Was sich wundervoll anfühlt, aber gleichzeitig dir Angst macht. Das kann hier auch ein Jackpot sein, das schließe ich nicht aus. Das kann hier ein hoher Gewinn sein, ja, je nachdem, wovon du träumst oder immer geträumt hast. Auf einmal kannst du dir alles leisten. Ja, das bekomme ich nicht für jeden, aber hier ist definitiv, wo bis in den August geschieht hier etwas Gravierendes, wo du gar nicht mehr weißt, wie du damit umgehen kannst. Das ist sehr positiv, aber dir macht es Angst. Ja? Ich bekomme es nicht negativ, außer die Gegebenheit, was ich zu Anbeginn sagte. Lass Kontrollthemen los, erlaube diese Situation sich ganz natürlich zu entwickeln. Auf einmal, wo du losgelassen hast, kommt natürlich alles. Ja, bleibe aufgeschlossen, dein Seelengefährte unterscheidet sich vielleicht von deinem normalen Typ und deinen Erwartungen, das ist das, was ich schon sagte. Und hier sind die Gegensätzlichkeiten, dieses kulturelle, gesellschaftliche, vielleicht auch was das Aussehen beinhaltet. Ja, wir haben hier die Beauty,
Also schau mal bitte. Oder was das Alter beinhaltet. Also hier sind definitiv die Unterschiedlichkeiten. Und wenn ihr hier lange getrennt wart, ja, wo dann plötzlich wieder jemand in dein Leben kommt, weil wir haben ja hier mehrere Personen. Hier möchte jemand der Herrscher deiner sein, ja, was das Liebesglück beinhaltet. Eine andere Person möchte ebenfalls hier die Herrscherrolle übernehmen, Verantwortung übernehmen, ja, sprich dir Gefühle mitteilen, Gefühle mit dir leben. Und jetzt weißt du nicht. Weil eine Entscheidung wirst du diesbezüglich dann eben auch treffen. Es steht eine Entscheidung an. Das liegt hier. Ja? Und hier kann auch jemand sehr vereinnahmend sein. Das bekomme ich auch mit dem Herrscher. Ja? Es ist schon jemand, der diese Gefühle vermittelt haben möchte. Das ist nicht im negativen Sinne, sondern einfach diese Person möchte wissen, was du tust. Ja? Vielleicht auch, wo du bist. Man schaut gerade, was du tust und möchte hier mit dir diesen Neuanfang. Bleibe bitte aufgeschlossen. Und wir haben, ihr habt euch schon früher gekannt. Ihr kennt euch über mehrere Leben hier, ja? Und dann habe ich hier die Freundschaft, wo sich etwas intensiviert, wo es dann erstmal Freundschaft ist, ja, wenn du hier jemanden begegnest oder aber auch kennst, im freundschaftlichen, beruflichen etc. Und hier pflegt man das Ganze im Freundschaftlichen und es wird hier mehr, ja, es intensiviert sich. Wir haben das Ass der Kelche. Und dann haben wir die Vergebung. Vergebung und Vergiss, das Leben ist so wertvoll, um es sich zu verderben. Jemand hat Angst, ins Verderben zu laufen. Hier sind Zweifel, hier ist die Skepsis. Und das ist die einzige Herausforderung zwischen euch. Oder jemand hatte immer Angst. Ja? Du hast Angst, deine vergangene Erfahrung wieder zu erleben. Und aus dem Grund auch, jemand steht hier, ja, was ich schon sagte, und die andere Person steht eben hier woanders. Ich zeige dir das noch einmal hier an die Kamera. Dann steht man hier und du stehst hier. Ja, und hier hat ja jemand auch sehr viel Anerkennung. Ja, das bekomme ich auch. Und jemand hat auch Angst in deiner Anerkennung irgendwo, dass man untergeht, hier verschwindet in diesem Strahl von hier scheint etwas. Wir haben ja die Schönheit. Ja, und hier schau mal, hier ist das Licht und hier haben wir die Sonne. Und die männliche Person ist angezogen von diesem Licht. Ja, wie ein Lichtstrahl. Einmal mit dieser Karte Vergebung und hier bist du definitiv in die Vergebung gegangen. Jemand wird dich um Vergebung bitten, um eine Chance auch bitten. Und du denkst jetzt hier nach. Man wird sich hier gegenseitigen Halt auch geben. Ja? Also nicht im Sinne von, dass man hier nicht im Selbstwert oder ähnliches ist, sondern das Miteinander, ja, füreinander. Nicht gegeneinander. Also das geht in eins über. Und hier werden jetzt ganz, ganz viele Schritte unternommen, ja, was diese Karte eben auch schon ausgesagt hat. Und hier ist auch das Bauen, das Planen. Ja, also man plant hier schon insgeheim. Das Kind baut hier auch etwas, ja, Stein für Stein, was ich schon sagte. Step by Step, was wir hier auch hatten mit der Karte, die sieben der Münzen, dass hier etwas vollbracht wird. Das kann hier auch mit einem Kinderwunsch oder Ähnlichem zu tun haben. Hier zeigt sich auch ein sehr hochbegabtes Kind. Das bekomme ich auch gerade rein. Und in allen Dingen, wo auf einmal so dieses Wunder geschieht, was sich hier für dich erfüllt, da hast du Sorge und Angst, dass dich die Vergangenheit wieder einholt. Komm bitte aus dieser Angst raus. Es ist ganz, ganz wichtig. Weil hier darfst du ja Schritte unternehmen. Hier darfst du ja in die Annahme zu dir gehen, dass du es schaffst, dass du der Herausforderung gewachsen bist, dass du nicht zweifeln solltest. Ja? Irrelevant, was das ist, lass dich hier bitte nicht zu Boden ziehen und dich auch von gewissen Dingen runterziehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch mit dem Adligen. Also hier weiß jemand, was er möchte. Auch eine Einladung im Beruflichen von einer ganz, ganz bestimmten Person. Jemand, den man auch aus der Öffentlichkeit kennt, wo du eingeladen wirst, weil du etwas Wundervolles kreiert hast, gemacht hast, getan hast. Irrelevant, in welchen beruflichen Bereichen das auch ist. Es ist für dich eine große Herausforderung. Ja? Du bist so in diesem Zwiespalt, ob du es schaffen solltest. Und es liegt ja schon hier. Ja? Es ist ein großer Neustart für dich. Es ist der absolute Neubeginn für dich. Vor allem ist dieser Neubeginn geführt. Mit Erfolg, mit Wachstum. Vielleicht gibt es hier auch nur eine bestimmte Zeitspanne, wo du dich entscheiden darfst, weil die haben hier die Zeit. Ja? Das ist dann auch nochmal für dich zusätzlicher Druck.
Und da hatten wir ja schon in den vergangenen Tagen die Vorbereitungen, ja, dass du dich auf gewisse Dinge im Vorfeld vorbereiten kannst, weil hier spätestens im August ist es hier soweit, wo hier der Stein mehr und mehr ins Rollen kommt. So, meine Liebe, mein Lieber, ich wünsche dir hiermit alles, alles Liebe und vor allem Kraft. Fühl dich umarmt. Bis dann.